Wir haben in der Pandemie gelernt, den Blick zu weiten auf die bevölkerungsmedizinische Dimension von Erkrankungen. Diabetes mellitus hat ohne Zweifel eine besondere bevölkerungsmedizinische Bedeutung. Mit etwa 7 Millionen Erkrankten, mit mehr als 500.000 Menschen, die in jedem Jahr neu dazukommen, bei steigender Tendenz. Diese Entwicklung müssen wir stoppen, denn Diabetes verursacht erstens viel persönliches Leid, Betroffene kämpfen mit Folgeerkrankungen, die Lebensqualität ist eingeschränkt. Die immens große und weiter steigende Zahl Betroffener ist zweitens eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem. In der Ampelkoalition haben wir verabredet, das Präventionsgesetz fortzuentwickeln. Mit einem nationalen Präventionsprogramm werden wir konkrete Maßnahmenpakete auch zu Diabetes auf den Weg bringen. Viele Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes sind auch für eine Reihe weiterer nicht übertragbarer Erkrankungen maßgeblich. Zum Beispiel für Krebs, Herz-Kreislauf und für chronische Atemwegserkrankungen. Auch sie werden durch einen ungesunden Lebensstil mitverursacht. Mangelnde körperliche Bewegung und unausgewogene Ernährung, schädlicher Alkoholkonsum und Rauchen sind jedoch oftmals vermeidbar. Deshalb muss Prävention an diesen Risikofaktoren ansetzen. Es kommt darauf an, dass wir Bewegung und Ernährung als die Grundpfeiler der Diabetesprävention für die Vorbeugung gegen alle nicht übertragbaren Erkrankungen stärker zur Geltung bringen. Bei Typ-2-Diabetes kann die Erkrankung durch einen gesunden Lebensstil oft schon erfolgreich behandelt werden, ohne dass es Medikamente braucht. Damit wir die Chancen der Bewegung für die Gesundheit insgesamt noch stärker nutzen, hat das Bundesgesundheitsministerium einen runden Tisch eingesetzt. Dort beraten wir seit Oktober mit allen wesentlichen Akteuren, wie wir Bewegung und Sport im Alltag weiter einsetzen können. Dem gleichen Ziel wird sich auch der Bewegungsgipfel der Bundesregierung im Dezember widmen, an dem wir als Bundesgesundheitsministerium mitwirken werden. Ein wegweisendes Vorhaben aus dem Bereich Ernährung, das derzeit in der Bundesregierung umgesetzt wird. Wir werden Werbung für Lebensmittel mit hohem Fett- und Zucker- und Salzgehalt, die an Kinder unter 14 Jahren gerichtet ist, verbieten. Ich danke der Deutschen Diabeteshilfe, die sich nicht nur am 14. November, sondern 365 Tage im Jahr für die Interessen von Menschen mit Diabetes und deren Angehörigen einsetzt.